für alle, die gerade ein Zwerchfell im, nee, ein Füßchen im Zwerchfell haben. Heute habe ich einen tollen Gast. Es sind nämlich, sie sind nämlich zu zweit. Dafür, da können wir gleich was zu sagen. Und ich mache es einfach kurz. Diane Willems. So, umso mehr Zeit haben wir nämlich dann jetzt hier. Genau. Stefan Schlürft mich auch mit. Schlürft jetzt auch mit. Sonst wär's ja nur Stefan Schlürft. Diane Willems. Und einen schönen Milchbart. Hast du den jetzt eigentlich stehen lassen können? So, das ist doch ganz süß. Ja. Also, wie ich das, ja, der zweite Gast, wo könnte er sein? Er ist versteckt da unten da, nämlich, ich sag's jetzt auch am Braten in der Röhre. Ich soll das nicht sagen. Nein, du sollst also, die das nicht so formulieren. Schön mit Respekt formulieren. Ja, genau. Ich meine, es handelt sich hier um ein menschliches Wesen. Es ist ein Menschenleben Wesen, unterwegs, was jetzt leider nicht ganz im Bild sein kann, aber sie freut ganz auch heute hier zu sein, nicht wahr? Genau. Auf jeden Fall, strampelt schön. War ganz aufgeregt, den Stefan wiederzusehen. Ja. Ist nicht sein Kind. Gut. Und ja, du bist eigentlich Schauspielerin und machst jetzt so eine kleine Drehpause so ein bisschen, ne, sozusagen. Ja, so eine kleine Zwangspause. Genau. Und hast du auch so schon einiges gedreht. Da kann man sich auch informieren, wenn man möchte, über dich, Diane Willems. Aber wir können auch erzählen zum Beispiel, dass du, wann kommt dieser Film denn ins Fernsehen, den jetzt diesen Barfuß bis zum Hals. Ich weiß noch nicht genau, wann er ins Fernsehen kommt. Ach so, aber ich weiß nur, dass er ins Fernsehen kommt. Auf Sat 1 wird er laufen. Höchstwahrscheinlich noch, also Ende diesen Sommers. Genau. Ja. Und davor hat es noch diese Schatzinsel auf ProSieben. Das habe ich leider nicht gesehen, aber es war ganz, glaube ich, ganz cool. Und da hast du nämlich? Da habe ich Sheila und Bobby gespielt, sozusagen eine Doppelrolle. Aber Sheila, eine Piratentochter, verkleidet sich als Junge, schmuggelt sich aufs Schiff. Und ja, das fand Stefan immer ganz faszinierend, dass ich mich da als Junge verkleide. Genau. Und denkt, ich hätte natürlich mit jeder Maskenbildnerin und jedem Catering-Girl hinterm Bus gepoppt. Aber ich muss sagen, das jetzt wissen wir auch woher. Also weiß eben keiner jetzt mehr. Ja, hat sich auch niemand in mich verliebt. Ja, das weißt du noch nicht. Man sagt es ja nicht immer so gleich, ne? Ja. Ja, kann auch sein. Also ich meine, ich wir weiß haben auch nicht. Übrigens extra entkoffeinierten Milchschaum da rein. Ja, na klar. Also auf solche Sachen muss man ja auch achten. Kommt mir nicht mehr in meinen Sinn, ja, ins Haus. Ein Kaffee am Tag kann nicht schaden. Und ja, es vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, ja. Ne? Ja? Wolltest du was sagen? Nee, also ich wollte, ja. Also ich... Sag's. Ja. Können wir das mit dem Poppen rausschneiden? Mit dem Poppen ist das schneiden auf jeden Fall raus, dann machen wir einen Pieps oder so drüber, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja schon, irgendwie unangenehm. Jetzt hat sie schon wieder Poppen gesagt. Poppen. Das Wort an sich ist ja nicht schlimm, aber. Naja, muss ja nicht, ne? Deswegen, also, ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Da hatten wir Spaß gemacht. Hier hoffentlich auch, ja? Ja, ja. Stefan schlürfte mich, schau mit. Was denn? Was wolltest du denn machen jetzt? Den Witz habe ich jetzt nicht verstanden. Stefan schlürfte mich schon mit Diane Willems und so enden wir und lassen das jetzt raus. Tschüss. Nur kurz mal eine Frage, die wahrscheinlich vielen Leuten auf der Lippen brennt oder so ähnlich. Sind deine Brüste gewachsen? Diskret. Also, so viel dazu, mir passt kein BH mehr. Ah.